Willkommen zur wunderbaren Sendung Giga Games im Max-Bereich. Wir starten durch. Vorweg, bevor ich auf das Thema komme, möchte ich kurz mich bedanken. Und zwar unter anderem dafür, ich hoffe, man kann es halbwegs gut sehen. Nicht, wenn es direkt vor mein Gesicht hältst. Das ist das Gute daran, dann kann man nämlich dein Gesicht nicht mehr sehen. Okay, genüge getan. Das ist von Jesse, vielen aus der Community auch bekannt als ehemals Sweet Jesse. Ich prangere das an, warum kriege ich keine Bilder? Tja, warum kriegt er auch keine Bilder? Auf jeden Fall herzlichen Dank dafür und für das nette Willkommen, das sie mir in einem Brief auch noch bereitet hat. Ja, ich finde es sehr nett. Ich soll auch noch an dieser Stelle von der Jesse die Zockerweibchen grüßen. Und das war jetzt genügend Community-Arbeit, würde ich sagen, für die erste... Was hast du noch gekriegt? Ich habe noch viel mehr gekriegt, aber das ist zum Teil auch von nicht eher tauglich. Von wie er das viel betont hat. Kannst du doch mal sagen, viel mehr. Und so. Ich habe gar nichts gekriegt. Wir springen mal bitte auf meinen Computer, auf die Homepage, denn ich möchte euch im Max-Bereich einen fantastischen Artikel zeigen, der da heißt Parallel Worlds für Battlefield 1942. Das ist die Mod, die wir heute spielen. Da habe ich schmoll heute. Er schmollt heute. Da habe ich die wichtigsten Sachen reingeschrieben, unter anderem natürlich unsere Server-IP, unter der der Server später wieder zu erreichen sein wird. Schätzungsweise so in 10 Minuten wird er aufgemacht. Das Kennwort werden wir unmittelbar vorher bekannt geben. Und ja, damit ihr schon mal wisst, worum es ungefähr geht, möchte ich kurz ein, zwei Shots und Picks zeigen. Denn Wer hat sie gemacht? Der Kollege Mark hat sie gemacht. Der ja, sich und nicht die Schweizer. Nicht die Schweizer. Hätte es nämlich noch bis morgen gedauert. Hier gibt es nämlich die Panzermodifikation Laufende Spinne. Und macht großen Spaß. Sie kann übrigens auch fliegen. Nicht weit, aber hoch. Also Mark kann nicht weit fliegen. Aber man hoch. Sieht das auch in den Shots und Picks, könnt ihr euch komplett in Ruhe angucken. Ihr zeigt genau. Nicht alles. Okay. Ja, so viel zu dem Thema. Es gibt nämlich noch eine andere Mod, die wir kurz anreißen wollen. Und zwar heißt die Eve of Destruction. Die ist noch nicht fertig, wird bald fertig sein. Dazu gibt es einen riesigen Trailer, von dem wir, einen sagen wir mal... Song übrigens. Ja, einen ganz coolen Song, wie Mark findet. Ich finde ihn auch nicht schlecht, aber Mark ist ja... Ja, wir zeigen einfach mal, was wir davon noch können. Prost und auf meinen Rechner, wir starten durch. Wir starten durch und da kommt noch eine Runde. Damit hätte sich auch schon mal das Thema geklärt, worum es geht. Stimmt. Jetzt, wo ich sage, ne? Praktisch. Ich mach mal die Werten. So. Ja. Sind das nicht Bell-Hubschrauber? Wie heißen die Dinger nochmal? Ich habe keine Ahnung. Nee, Cobra waren die schmalen und ich glaube, die hießen Bell. Der Bell ist eine Helikopterhersteller einfach. Bell Helicopters. Ja, ja. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, weil ich wollte mir mal einen kaufen. Wann war das, als du im Sandkasten gespielt hast? Nein, als ich irgendwann... Und immer noch Kuchen gebacken hast und dann, wenn die Damen dabei waren, dann musst du auch den Sand essen. Nein, ging es ja früher nicht so, als Airwolf im Fernsehen kam, dass man unbedingt einen Hubschrauber später mal haben wollte. Und dann wurde es Airwolf. Ich wollte den Airwolf. Darin unterscheiden wir uns. Airwolf ist eine Modifikation eines Bell-Helikopters. Der Mann ist auf Zack. Aber in der Version, in der ich ihn haben wollte, kostet er irgendwie knapp 50 Millionen Dollar. Da habe ich gedacht, na, kaufe ich mir erst nächste Woche. Kommst du zu Giga und spare ich ein bisschen. Ich dachte eigentlich, ich komme zu Giga und kaufe ihn mir, aber nee. Ich bin zu Giga gekommen, weil ich dachte, die hätten ihn schon. Ja, in der das Einladung ist zum voller Casting, Missverständnisse. In der Einladung zum Casting war ja sogar zwecks Hubschrauber, Landeplatz, Anmietung und sowas, gab es einen Hinweis dafür. Ich kenne sogar die Person, die diese Einladung geschrieben hat. Mark Merlin? Nein, war wer anders, aber ich habe es unterschrieben. Ich scheint mir eine riesen Mod zu werden. Ja, kommen wir mal auf das eigentliche Thema jetzt zurück, weil es gab nur ganz kurz Hubschrauber zu sehen. Also Thema der Mod ist Vietnamkrieg. Wir müssen zum Ende kommen. Ich fade mal hier smooth raus, okay, und das war's. Nächstes Take, wir zocken mit euch. Server geht in den nächsten Sekunden online. Und was kann man noch sagen? Ich habe eine Frage. Er hat eine Frage. Was denn dann? Erst neben DJ? Ja. Oh mein Gott, Eddie, ich habe heute auf unseren neuen Rechner Unreal 2 installiert und es läuft absolut flüssig. Es ist unglaublich, die neuen Rechner, geil. Und wie ist das Spiel? Trotzdem nicht mehr als 82%. Ja. Ich sag mal, da kann man, glaube ich, auch eine Radeon 12000 reinschrauben und Unreal 2 bleibt eine Enttäuschung.
Kann man so sagen, ja. Kann man so sagen. Was wahrscheinlich keine Enttäuschung wird, und damit leite ich perfekt über zu unserem Thema heute, und zwar ist das Middle-Earth Online. Ein Spiel, von dem du wahrscheinlich auch noch nichts gehört hast. Doch. Ja. Und unser Kameramann, der Marco, auf jeden Fall noch nichts von gehört hat. Stimmt's, Marco? Nee. Nee, sagt er. Ja. Marco hat davon noch nichts gehört, und das ist der Beweis, dass dieses Spiel ein absoluter Geheimtipp ist. Ja? Denn, was viele ja nicht wissen, Marco ist großer Online-Rollenspiel-Fan. Gell, Marco? Ja. Online-Wolf? Ja, und wie gesagt, Middle-Earth Online spielt im Tolkien-Universum und ist von den Asheron's Call 2-Machern, basiert auf der Asheron's Call 2-Engine und wurde auf der E3 am Vivendi Universal Stand hinter Behind Closed Doors gezeigt. Und das ist so ein bisschen, hast du Mickey Blue Eyes gesehen mit Hugh Grant? Natürlich. The La Trattoria? Ja. Wo sie ihm dann versuchen zu erklären, dass das bedeutet The Trattoria, aber egal. Ja, wo war ich stehen geblieben? Dass sie es dir Behind Closed Doors gezeigt haben? Genau, Behind Closed Doors. Und da habe ich mit dem Producer gesprochen, dessen Namen ich mir unmöglich merken kann. Ich habe ihn heute schon tausendmal nachgelesen, wieder vergessen. Irgendwie ist ja nicht so wild. Samir... Können wir noch nachliefern, Schnipp, oder? Schnipp, Schnapp oder so. Jedenfalls hat er mir 15 Minuten dieses Spiel gezeigt. Und normalerweise darf man es gar nicht abfilmen, habe ich gesagt. Aber dann habe ich die Visitenkarte gezeigt mit dem NBC-Logo und habe gesagt, hier, ne, NBC, Jay Leno und ich, Da sieht man einfach mal, Giga ist was wert. Ja, zumindest NBC. Und naja, und dann hat er halt gesagt, was, ihr seid von NBC? Und dann habe ich gesagt, kein Scheiß, Mann. Und dann hat er gesagt, was, glaube ich nicht. Habe ich gesagt, doch, hier, Visitenkarte, zack. Dann hat er gesagt, unfassbar, Film ab. Der Schlüssel zu allen Türen. Es ist unglaublich, und das gucken wir uns jetzt mal an, was dabei rauskommt. Ich meine, Tolkien, Herr der Ringe, meine drittliebste Trilogie bei den Filmen, schlechthin einfach. Nach Star Wars und Indie? Ganz vorne die alten Star Wars, dann Matrix und nach Simons Heimvideo, wie er Popel den Popel rausholt und dann ist, kommen die neuen Star Wars. Vom Vivendi Universe, warum ist das so klein? Middle Earth, ein gigantisches Rollenspiel. Wiedergabe. Moment, ich starte das komischerweise eben, was noch groß. Du musst es zoomen. Zoomen? Das heißt, erstens mal zoomen und zweitens mal nein. Junge, mach's einfach richtig. Warte. Dann muss ich's nicht sagen. Okay, jetzt kommen wir zum eigentlichen Highlight vom Vivendi Universal, und zwar ist das Middle Earth, ein gigantisches Rollenspiel, und Artish Salvi, der Producer, 200. wird uns das Spiel gleich ein bisschen vorstellen. Felix, Artish, you will introduce us to the world of Middle Earth. Yes, I'd love to. So this is Middle Earth Online. The game is being produced by developed by Turbine Entertainment Software. What you're seeing here is actually only 4 months worth of development. The game is not due till late 2004. The game is set in the world of J.R.R. Tolkien, of course, Middle-Earth. It's a beautiful opportunity for us. It's very challenging. One of the things we realized early on is the world of Tolkien is very rich. It has a lot of different aspects to it. It's not just about combat. There's more to it than that. What you're seeing over here is the Shire region. For example, all of these houses that you see, players will be able to own them, live in them, upgrade them, improve them. This gentleman smoking a pipe, players will be able to do that as well. Stand around a fire, smoke a pipe, make smoke rings, and talk about their day at work, talk about their adventures. So there'll be a lot of opportunities in our world to socialize, to have good communities. I'm going to take you down to a little party that the Hobbits are having down in the Shire. And in the meantime, let me introduce you to our graphics engine. You'll notice that we have a lot of incredible graphics effects. Nein, es ist eine erweiterte Asheron's Call 2 Engine. World. That's the Asheron's only Call load 2 time Engine. You'll ever see. Okay. There's no zones. Also die arbeiten ja irgendwie, Asheron's Call 1 so war, also es ist immer die, so ähnlich wie Unreal Engine, die wird immer weiterentwickelt. Immer die gleiche Engine, die immer weiterentwickelt wird. Aber du siehst hier die Spiegelung auf dem Wasser, das ist echt nahezu perfekt. Man muss ja auch sagen, Asheron's Call 2 hat ja schon sehr, sehr gut ausgesehen. Ich meine, es flimmert jetzt auch ziemlich stark, deshalb kann man die Grafik eigentlich nicht so genießen. Ich habe ja daneben gestanden und das gesehen. Es sieht wirklich göttlich aus. Überhaupt, wie der Vorhang sich bewegt und im Wind weht. Und ja, ich muss auch sagen, ich finde es auch so ziemlich göttlich. Aber lass uns ein bisschen noch leise sein, weil er erklärt wirklich ganz cool, was man alles so machen kann. Ich erzähle dann später noch ein bisschen was dazu. There's a lot of life to our world. You've got the Hobbits having a little party. There's a lady dancing and some gentlemen accompanying her. As I run over here, I'll show you one of our particle systems. No Hobbit party is complete without fireworks. And our particle system has been upgraded to be able to provide some advanced effects. Sieht mal jetzt nicht so gut, aber das Feuerwerk sieht richtig cool aus. In the game, are you following a storyline that people know from the book, or is it a complete new
new story, or what's the story all about? That's an excellent question. One of the first things we realized about Tolkien's franchise is that in order to do it right, we have to make a very good RPG. Most MMPs today focus on making bigger and bigger worlds. We're going to focus on telling an excellent story. One of the ways in which we're going to do that, of course, is to have players involved in it right off from the bat. No killing rats for 15 hours before you do something meaningful in our game. Instead, players will be given quests that relate to the world immediately and will be a very big part of the story of Eriador. If I hadn't mentioned earlier, we're going to start by shipping just the northwest corner of the world, Eriador, which concerns the first books. Later expansions, later SKUs will have other books coming through with them, including The Hobbit. I'm going to show you one of our prettier graphics effects, our glow map. So, ich mache mal an der Stelle ganz kurz Pause. Das hört sich ja schon wirklich beeindruckend an, muss ich sagen. Vor allen Dingen, was er gesagt hat, was mir sehr gefallen hat, dass man nicht erst durch die ganzen, dass man 50.000 Ratten erlegen muss, bevor man dann ein bisschen aufsteigt, sondern gleich richtig in fette Adventure-Quests eingeht. Also, die haben sich einige nette Ideen einfallen lassen. Ich kann sagen, wir haben noch gar nichts gesehen. Das Movie fängt gerade erst an. Wir werden noch in die Minen von Moria gehen und wir werden noch einen Balrog sehen, der auf uns zustürmt, was richtig fett aussieht. Herrlich. Und er wird uns auch noch zeigen, dass man kann nämlich das Spiel quasi einerseits als Guter spielen, quasi den Aragorn-Weg, und man kann den Weg von Saruman bzw. Sauron gehen. Hat dann also, das ist so ein bisschen wie dunkle Seite der Macht und helle Seite der Macht. Und also ganz coole Sachen, werden wir alles gleich noch sehen. Und ganz wichtig, geht mal in den PC-Bereich und macht den Vote. Ihr könnt nämlich wählen, was wir dann heute noch zeigen sollen. Condition Zero, also Counter-Strike Condition Zero oder Black and White 2. Das alles gibt's heute noch. Ich sag Black and White 2. Ich sag, bis gleich. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen? Sagt ihr. Dem ist es aber nicht so. Es ist ein Meister vom Himmel gefallen, und zwar direkt auf meinen Tisch in der Redaktion. Ja. Nämlich der Kai Uecker. Kai Uecker hat mir heute etwas zukommen lassen. Und Kai, ich muss nochmal sagen, ich bin überwältigt. Ich bin platt. Ich kann einfach nur sagen, wow. Er schreibt... Hi Alex, hier ein kleines Bild von mir für dich. Ich hoffe, dass ich dich einigermaßen getroffen habe und dass es dir gefällt. Mehr schreibt er gar nicht dazu. Und ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, was er entworfen hat. Und ich denke mal, ihr werdet genauso begeistert sein wie ich. Wow. Da hat er sich wirklich mächtig ins Zeug gelegt. Und ich bin schlank auf dem Bild. Ja, es sind auch kleine... Morgen kommt sie so angezogen in die Arbeit. Ich sehe, das Bild bringt hier wirklich die Jungs ein wenig durcheinander, aber ich soll, Kai, ich soll dir ausrichten, der Marc hätte doch auch gerne so eins. Vielleicht kannst du dich ja nochmal hinsetzen, nochmal ins Zeug legen und nochmal was schicken. Vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle für alle, die wissen möchten, was er noch anderes gezeichnet hat, was er allgemein macht. Die können auf seine Seite gehen, nämlich kenauer.de. So. Und ihr seht, meine Aufrufe, die fruchten, die wirken, und die Leute draußen halten sich daran und schicken mir immer eifrig Sachen. Jetzt gibt es sogar wieder eine neue Seite nach www.mehrsendezeitfüralex.de. Da können wir noch mal kurz raufgehen, was sich da so getan hat. In letzter Zeit habe ich ein bisschen vernachlässigt, aber da hat sich wieder ein bisschen was zusammengeschrieben. Hier zum Beispiel die Sweet Sprintex schreibt, jo, das geht aber ran hier. Ich finde auch, es gibt viel zu wenig zu sehen von Alex bei Giga. Aber ich hoffe, das ändert sich nun endlich mal. Frauen an die Macht, yes. Ansonsten schreibt die Power Tomate, mehrfach mehr Zeit für Alex. Ihr seht, um die 170 Einträge, nicht schlecht. So, und jetzt habe ich noch eine neue Seite bekommen, und zwar, daran habe ich noch gar nicht gedacht. www.alex4giga.com host.de.vo. Und die geht jetzt leider gerade nicht, aber ihr könnt selber mal raufgehen. Vielleicht klappt es denn bei euch von zu Hause. So, und natürlich gibt es wieder neue Sachen im Free-and-Fun-Bereich. Da habe ich wieder einige Spiele mit dem Darat zusammen für euch rausgesucht. Und wenn ihr Lieblingsspiele habt, wenn ihr möchtet, das soll auf die Seite, dann schickt mir die bitte mit Link vollständig, damit ich das dort reinpacken kann. So, eigentlich habe ich ein Spiel gerade vorgeladen. Aber... das hakt alles gerade ein bisschen. Aber wie soll es anderes sein? Immer wenn ich meinen Free-and-Fun-Bereich vorstellen will, dann klappen diese kleinen Online-Spiele nicht so wie hinten in der Redaktion. Und
da habe ich doch schon wieder nur 30 Sekunden Zeit. Das ist nicht viel. Aber dieses Spiel wollte ich euch zeigen, nämlich Frenzyland, der 3D-Ball. Ein super klasse Spiel, kann ich euch nur empfehlen. Aber wie ihr seht, auch hier läuft es nicht. Tja, Pannen gehören dazu. Schade, beim nächsten Mal, ich habe ja noch ein Webfeature Zeit und wenn ihr Lust habt, ja, dann schreibt mir an alex@giga4u oder schreibt mir jetzt schon was im Comments-Bereich, dann kann ich später ein bisschen was daraus vorlegen. Bis gleich. Liebe Mütter da draußen, ihr müsst uns offensichtlich mal Waschen beibringen. Wir haben gerade herausgefunden, dass wir beide zu blöd sind, um unsere Klamotten so zu waschen, dass sie nicht eingehen. Nee. Ich habe nämlich, und Achtung, ich präsentiere es, mein neues Hemd an. Und das ist kein Capri-Hemd oder so. Und das war mal ein Hemd, das ging bis vorne. Ich weiß nicht, was passiert ist. Dieses Hemd ist irgendwie auch, also das war zwar immer ein bisschen eng, aber das... ist irgendwie jetzt auch. Sieht also, auch. Weißt du, wenn ich jetzt so mache, kommen fast meine und so raus. Deswegen. Also das ist auch nicht so ganz in Ordnung. Ja, aber ich habe ja den ultimativen Trick, den ich immer mache, wenn Hemden eingelaufen sind. Ich benutze sie einfach nur als ja, Ärmel. Nee, das mache ich jetzt lieber nicht damit, Nee. Soll ich aus? Nein, gut, okay. Ich möchte mich natürlich noch entschuldigen, dass ich zu spät gekommen bin, aber ich meine, so tolle Haare und so ein tolles Make-up kommen nicht von alleine. Nein, in Wirklichkeit hat der Simon mich auf dem Klo eingesperrt, weil er den Anfang alleine machen wollte, aber ich bin ja nicht nachtragend, ne? Dieser großartige Anfang, den wollte ich. Aber ich glaube, morgen sitzt du nicht mehr hier. Schauen wir mal. Ja, ich sitze morgen wirklich nicht mehr hier. Ja, ich sag doch, morgen sitzt du nicht mehr hier. Verdammt. Geschickt eingefädelt. Eine Prophezeiung, die wahr eintritt. Nee, das muss man muss geschickt so in Wahrheit eintretende Ereignisse, wie zum Beispiel eine Sonnenfinsternis, weil die Maya-Priester haben das früher immer gemacht, die haben dann die Sonnenfinsternis vorhergesagt und konnten deswegen ihre Völker dazu bringen, zu machen, was sie wollten. Denn sie haben gesagt, wenn ihr das nicht tut, dann geht die Sonne nicht mehr auf. Und genau, fang mit dem Movie an. Ich darf mich jetzt bewegen, ja? Du beißt mir jetzt nicht in den Arm oder so. Okay, wir ab... Ja, macht's wirklich. Ja. Du hast gesagt, du hättest das Hemd gewaschen. Was hast du erwartet? Nach was soll es schmecken? Mit Krabbenpudding oder sowas? Pass auf, ich habe ein großartiges Thema, auf das ich mich sehr freue, nämlich True Fantasy Live Online, von dem ich auf in meinem Artikel, komischerweise, es ist eigentlich wirklich ein Bug, also ich weiß nicht, warum ich das geschrieben habe, also es steht drin für die PlayStation 2, stimmt aber nicht, kommt exklusiv für die Xbox. Und das weiß ich auch, aber es stand im Artikel trotzdem PlayStation 2 und auch schon zum zweiten Mal. Ich muss da irgendwie so einen kleinen Fehler im Kopf haben. Fehler in der Matrix. Das ist auf jeden Fall das Spiel. Wir hatten schon mal 10 bis 12 Screenshots dazu. Und also es sieht nicht nur aus wie Ragnarok Online, sondern ist auch ein bisschen so. Und das ist das Geilste. Moment, ich muss noch mal ganz kurz ein bisschen zurückspulen. Man kann nämlich Reittiere finden, dann bekämpfen, dann sie zähmen und letztendlich auf ihn reiten. Und das finde ich brillant, das ist genau das, was ich auch... erinnere mich irgendwie an deine Karriere in den Konsolenbereich. Ich habe dich bei den Maxern gesehen, gefangen, zugeritten, dressiert und jetzt reite ich auf dir durch die Konsolen, durch die Konsolenwelt. Es gibt einfach Sachen, die sollte man nicht ausführen. Ja, aber die Analogie sehr, sehr interessant. Okay. Willst du noch, noch mehr auf mir rumreiten? Nein. Aber auf den Witz vielleicht. Das wirst du. Lass uns über das Spiel reden, das ist nämlich wirklich. Ja, dank dem etwas seltsamen Cell-Shading-Look, der eigentlich weder nach Cell-Shading noch nach echtem aussieht. Mm. Und mal, Achtung, das ist doch mal ein Feature. Das lobe ich nicht. Ja, für Cell-Shading sind zu viele Texturen eigentlich. Ja, aber der Look ist eben wunderbar für MMORPGs, finde ich, weil es verbraucht nicht allzu viel Polygone, geht dadurch dann auch von der Grafik her eigentlich ein bisschen stilsicherer. Also das geht mir bei den meisten MMORPGs momentan noch ein bisschen auf die Nüsse, dass es eben einfach die Charaktere zu... Darf ich noch aussehen? Ja. Deswegen. Das eben einfach zu kantig, kann ich noch aussehen. Ja. Also World of Warcraft jetzt nicht, aber nicht mehr. Alles andere. Okay. Ich finde, die Charaktere sehen ein bisschen zu sehr in die Welt reingesetzt aus, weil diese Außenränder sind ein bisschen zu dick, finde ich, was bei den Zellstellen-Spielen oft der Fall ist, wo ich dann nicht gewesen. Und sie sehen ein bisschen zu detailliert für den Rest der Umwelt, finde ich jetzt so. Ja, jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir die Umwelt selbst noch gar nicht angeguckt. Also man sieht ja meistens immer auch nur Wälder. Gut, die sehen halt nun mal wie Wälder aus, aber...
da könnten die Bäume noch detaillierter sein. Ja, verwaschener, die Texturen generell und alles. Aber ist auch letztendlich egal. Es sieht wirklich sehr, sehr nett aus. Du magst ja fette Monster. Aber gerade hier, fette Monster finde ich geil. Ich finde den Stil auch einfach gut. Also im Gegensatz zu Phantasy Star Online, wo mir der Stil wirklich überhaupt nicht gefällt. Also das Spiel gefällt mir, aber der Stil gar nicht. Wobei das eine persönliche Meinung ist. Also, ja. Also es gibt genug Leute, die Phantasy Star auch grafisch. Wir reden natürlich hier grafisch. Von also auf der Dreamcast damals war es absolut wirklich State of the Art. Und jetzt auf dem Gamecube, na gut, ist es halt eine Geschmacksfrage. Aber jetzt, jetzt kommt etwas. Ja, was mir persönlich eigentlich ziemlich gut gefällt. Und ich wundere mich gerade, wo. Warum das so dunkel ist? Der Sound ist. Ja, das Dunkle kann man leider nicht ändern. Ist nämlich ein gerenderter Trailer zu Resident Evil Outbreak, eine meiner absoluten Favoriten, wo wir es gerade von Phantasy Star Online haben. Wird ja so ähnlich sein, allerdings eher mit einem, in einem Genre, das, das mir dann doch ein bisschen eher behagt. Und ich hab's ja gesehen auf der Messe. Ja, erzähl mal was. Und kurz vor der Messe wurde dann ja auch zum ersten Mal angekündigt, dass es halt auch den Singleplayer gibt. Also dass du auch eine Offline-Geschichte spielen kannst. Wobei mir immer noch nicht klar ist, ob das letztendlich wieder nur so eine Offline-Geschichte wie bei Phantasy Star Online wird. Wo man ja auch nur die, die Multiplayer-Kampagnen einfach so also spielen kann. Also es soll wohl eigenständige Sachen schon geben. Und das ist übrigens ja das Intro halt von auch vom Spiel selber. Und weiß nicht, auch sehr geil gemacht. Also, nee, wusste ich nicht. War mir neu. Ob du das wirklich wusstest. Und wir haben dann, ich habe auch was abgefilmt und freue mich, euch das auch bald zeigen zu können. Also schon dann Echtzeit auch, was du abgefilmt hast. Ja, ja, klar. Also wir haben das Intro und dann noch ein bisschen spielen. Und das ist halt auch wirklich ganz cool. Die haben dann extra für uns nochmal neu gestartet, weil am Anfang sind alle vier Charaktere zusammen und fangen halt auch zusammen an und laufen dann. Die meinten halt, das Problem ist, du kannst halt auch komplett alleine dann losgehen. Ja, du musst es halt, oder? Ja, aber also das Problem ist, wenn die Leute nicht wirklich im Koop spielen und dann halt einfach auf eigene Faust losgehen, was halt auch möglich ist, dann nach einer Viertelstunde sind halt alle in völlig verschiedene Richtungen gegangen und dann hat es diesen Koop-Charakter halt gar nicht mehr. Und die meinten halt, das ist ein bisschen, deswegen haben wir es uns nochmal extra resettet, dass wir nochmal gesehen haben, wie die dann halt so füttern da in der Bar standen und so. Und das war schon sehr, sehr cool. Und also ich muss echt sagen, dass ich da schon sehr gespannt bin. Wobei ich mich halt auch wieder frage, wenn du wirklich immer, also ob es auch mit weniger als vier Leuten im Online-Koop Spaß macht. Weil ob du dann immer die Leute triffst, mit denen auch so harmonierst und so, das ist immer ein bisschen schwierig. Okay. Aber sieht sehr, sehr cool aus und vielleicht sollten wir uns das dann gleich noch zu Ende gucken, oder? Ja, gucken wir gleich nochmal. Überziehen dürfen wir an der Stelle nicht. Gleich gibt es noch dann den Rest. Lohnt sich auf jeden Fall. Sehr, sehr geil geschnitten, sehr, sehr geil gerendert. Und jetzt gleich geht es noch weiter mit Resident Evil Outbreak und Resident Evil Dead Aim und dem iToy. Eine etwas verspätete Anweisung, jetzt gleich an die Regie, bitte auf Marks Rechner springen, denn da könnt ihr gleich eines der neuesten Features bewundern in dieser Parallel World Map Mod für Battle für Battlefield 1942. Und zwar einen Roboter, der ja ziemlich groß ist, ziemlich verrückte Waffen hat. Ja, das kann man wirklich sagen. Ziemlich starr ist, aber auch ziemlich viel Spaß macht, solange mich keiner da wieder abschießt. Genau. Wir haben den Kickbutton bereit, Freunde. Du hörst schon den Sound. Ich bricht nicht mit uns an. Genau, ich springe mal hier einfach bei meinem Rechner auf den Kickbutton und du musst dann nur Bescheid sagen, wer hier stört bei der Sendung, ja? Okay, auf geht's. Ich schalte mal auf die Außenansicht. Das ist unser Busch. Riesig. So, ich gehe mal ein bisschen vorwärts. Da. Ist ein bisschen Pinocchio-haft, aber er funktioniert. Schaut der helle Wahnsinn aus. Das ist echt das. Jetzt hört mal auf mit dem Schwachsinn, ihr Nase. Was ist das denn? Wer schießt denn da auf mich? Also, das war schon ziemlich kürbettig. Vor allem, wenn man da aus der First-Person-View spielt, also mir wird da wirklich gepflegt schlecht nachher sein. Dreh dich mal auch gepflegt um, weil ich glaube, du bist nach wie vor irgendwie unter Beschuss. Also, ich glaube, die schützen dich. Das sind nette Community-Members, ja? So, die ich schützen einen. Ich kann übrigens auch schießen. Ja, genau. Aber es gibt keinen sekundären Feuerbutton, so wie ich das gesehen habe. Aber irgendeiner, der Typ, der jetzt hier noch mit drin sitzt, der kann, glaube ich, noch den anderen Arm bewegen. Man sieht das hier links oben. Genau, und das sind echt kranke Kanonen. Die fliegen erstmal... Homing Missiles, ne? Ja, nicht richtig. Also, vielleicht ganz am Ende ihrer Flugbahn. Aber schau dir das an. Die prallen am Boden ab und dann fliegen sie aus irgendeinem Grund am Ende nochmal eine Kurve. Jetzt sind sie aber auch... im Boden einfach irgendwie eine Unebenheit, die sie dann ablenken. Was natürlich nicht so toll ist, wenn der Typ... Was ist denn hier los? Ich kann es auch. Ah! Ja, oder sind die Bäume, wo du mal aneckst und das siehst nicht. Jetzt sollst du aus dem Bäumen auf die Außensicht schalten. Nee, wird eh schlecht, wenn ich dazu gucke. Junge, die raucht der Kopf. Oh! Okay.
Und da ist der explodiert. Naja gut, wenn wir jetzt da nochmal einsteigen, können wir vielleicht gleich auch noch kurz mal diese Spinne zeigen und ein bisschen vorführen, vielleicht fliegen oder so. Ist die auch auf dieser Map? Die ist auch auf dieser Map. Die ist eigentlich vom Startpunkt her genau neben dem Roboter. Da war beides im Angebot. Und es gibt vor allen Dingen auch den Heli oder einen der Helikopter, der so mich wirklich erinnert an das Flievertyp. An was? Das Flievertyp. Kennst du nicht? Robby Tobby und das Flievertyp? Nee, Tüt. Tü oder Tüt? Tüt. Tüt. Dreh dich mal nach rechts, Junge. Genau hinter dir ist, wenn überhaupt, der Startpunkt. Da stehen gleich beide. Wenn ich wollte eigentlich auch nur ein bisschen Ausschlau halten. Okay. Ausschlau. Ich wollte sagen, du Schlaumeier. Ist der Wurm einmal drin? Ja. Ja, freut sich die. Ja, die Spinne dürfte gerade unterwegs sein. Ich schätze mal, es gibt nur eine pro Map. Das war hier eigentlich auf dem Pfadfinderkurs, die folgen mir alle. Das ist wie bei Life of Brian, oder? Und jeder bitte nur ein Kreuz. Herr, bitte fass mich an. 23 Jahre habe ich keinen Ton gesagt. Es gibt ja auch einen Senkrechtstarter-Bomber, allerdings nicht dieser, denn der startet geradeaus. Aber es war auf der Map, glaube ich, auch, wo der Senkrechtstarter war, oder? Ich liebe deinen Humor. Wie soll ich sagen? Kalt und präzise. Ja. Oh, hier, da haben wir übrigens die Cobra, von der wir vorhin sprachen. Übrigens tatsächlich auch die andere Maschine von Bell hergestellt. Und mal wieder ein bisschen, ich kann nicht einsteigen. Steig mal eine aus, bitte, aus dem Hubschrauber. Danke. Und der flieg bitte mal nicht weg. Und dann auch anschließend nicht auf mich drauf. Da sehen wir den Roboter wieder. Der ist, ja komm, halt drauf, irgendwie heißt. Konnt leider. Was sagst du mir, den Namen von dem Junge, den hau ich raus. Oh. Da hat er geschafft. Wärst denn da wieder geflogen? Total sauer, der Junge. Ja. Ja, es ist halt jetzt erstmal so ein Demonstrationstag. Wir wollen so ein bisschen die Features dieser wirklich genialen Mod zeigen. Vielleicht kann man dann auch nachher mal ein bisschen ernsthafter spielen. Aber ich beschwöre hier, das wird nicht. Das Stichwort. Ja, aber es ist wirklich eine witzige Mod. Ist 8 Megabyte, glaube ich, nur groß. 8 Megabyte gibt es direkt vom Giga-Server. Im Artikel natürlich. Drin hängt da links oben dran. Und ihr könnt mit uns spielen. Server-IP und Passwort gibt es gleich wieder im Comments-Bereich. Und wenn ich jetzt richtig informiert bin, kommt der gigantische und fantastische Flash, gesprochen von einer Person, die ich sehr gut kenne. Der Games Flash am 21. Mai. Eiskratzer. Schnallt euch die Kufen unter und jagt den Puck hinterher. Zur NHL 2004 gibt es neue Bilder zu bestaunen. Publisher Electronic Arts verspricht wieder einige Neuerungen. Ein neues Kampfsystem, neue Schlaganimationen und eine bessere Steuerung sollen das Eishockey-Erlebnis noch intensiver machen. Die neuen Bilder lassen dabei wieder auf einen Sporttitel der Extraklasse hoffen. Bei uns bekommt ihr alle Infos und Screenshots. Schlangennest. Schleichen kann heute jeder zweite Spieleheld. Doch einer der Urväter des Genres kehrt nun zurück. Sneak-Profi Solid Snake macht sich für seine Rückkehr auf die Bildschirme bereit und hat gleich zwei neue Games im Gepäck. Nun sind endlich auch die Seiten zu The Twin Snakes und Metal Gear Solid 3 online. Die Adressen zu den sehenswerten Seiten findet ihr auf giga.de. Paradies für Modder. Die ersten auf der E3 gezeigten Spieleeindrücke von Half-Life 2 ließen jeden Zocker mit offenem Mund zurück. Neue Informationen über die im Spiel verwendete Engine dürften nun alle Modder aufjubeln lassen. So wurde jetzt bestätigt, dass ein Software Development Kit noch vor dem eigentlichen Spiel veröffentlicht werde. In unserem Artikel lest ihr alles Wissenswerte. Außerdem Infos zu Enemy Territory, Bilder zu Bulletproof Monk und der Humvee Patch. Das alles und noch viel mehr auf giga.de. Eddie, ich will mehr sehen. Ich will mehr von diesem tollen, tollen Spiel sehen. Ich krieg wirklich viele E-Mails von Zuschauern, die auch sagen, man nie was von Middle-Earth gehört, aber sieht sehr, sehr nett aus. Ich muss auch sagen, ich bin da hochgegangen. Das ging also an dem Vivendi Universal Stand quasi raus aus der großen Halle. Dann ging es hoch und da waren dann verschlossene Türen. Da standen so die Türsteher erstmal so gesagt. Mit Brille und Ohrstöpsel. So, genau, und haben gesagt, ne, was hier, du? Und da habe ich gesagt, was ist los? Nee, Quatsch. Da habe ich gesagt, ja, hier, ne, NBC und so. Und dann haben sie gesagt, oh. Es ist so ähnlich wie wenn Luke Skywalker so im wie heißt der Sandcrawler, der Hannes würde es jetzt wieder, im Sandspeeder, Mos Eisley. Okay, kommen wir zum Spiel. Ja, oh, und dann einfach, ne? Nee, egal. Jedenfalls bin ich dann da rein und da gab es dann tausende Spiele und so und ich habe gesagt, ich will dieses Spiel sehen. Das ist immer saufett. Nein, es war gelogen. Eigentlich haben sie gesagt, du kannst nur dieses Spiel sehen. Aber das war auch gleichzeitig das Beste. Und wie gesagt, Middle-Earth Online kommt 2004 irgendwann angeblich. Wie gesagt, er hat ja gesagt, das Spiel ist erst seit 4 Monaten oder so in Entwicklung. Und dafür sieht es echt nice aus. Wir machen direkt weiter, wo wir stehen geblieben waren. Und zwar
Also würdest du sagen, schon so eine kleine Überraschung an der E3, dass dieses Spiel halt so ein bisschen präsentiert wurde? Ja, also ich würde zumindest sagen, dass das ein Spiel ist, das Potenzial hat, um World of Warcraft richtig Konkurrenz zu machen. Ja. Vor allen Dingen, wenn, weil ich kenne viele Leute, die sagen, ja, World of Warcraft, der Grafikstil gefällt mir nicht, ist mir zu comichaft. Star Wars Galaxies, Star Wars ist auch nicht jedermanns Sache, man glaubt es kaum, aber es soll ja wirklich Leute geben, die sagen, Star Wars... Aber bei den Alten gibt es keine Geschmacksverirrungen, aber... Also, die Neuen sind einfach schlecht. Zum Beispiel der Hannes kann ja zum Beispiel mit Star Wars Galaxies überhaupt nichts anfangen. Und ja, dann gibt es eben noch die Lord of the Rings Fans. Die Community darf man ja auch nicht unterschätzen. Aber jetzt hier, wie gesagt. So, we are really honored hören wir ein bisschen dem Amish zu. Tolkien's work was the best story ever told. And we have to follow suit. We have to try and tell a really great story with our game as well in order to be true to his work. So what I'm going to show you, for example, is one of the ways in which we tell stories to our players. This is called a story cutscene. Das ist jetzt ein dummer Autofokus von der Kamera gewesen. Er hat jetzt so gezeigt, wie die Story erzählt wird in dem Spiel. Aber das geht gleich weg. Einfach mal zuhören. No problem. You can connect to our game and play it just fine. What are you playing? Planning on how many people at the same time are playing the game? That's a great question. We're going to have, we want a large density of people. Obviously, fellowships and the idea of playing with other people is very important to Tolkien's world, very important to our world as well. At the same time, you might have heard from other MMPs that people are trying to move towards these private dungeons, private spaces. We have our own response to that. We'll be talking about that later on. So we're going to try and create a world where you can have a lot of community, where there are lots of concurrent players, but when you go adventuring, you can have some time on your own as well. So you were asking what we're going to do with the storyline. Well, for example, here Gandalf has asked you to go into Moria and find a weapon for him. Quests like this that are epic, that concern big matters, are going to be very commonplace in the game. Look, as I go through the dungeon, I find a friend, a hobbit, who's been wounded. Ah, Moria. He's obviously on the ground and hurt, so I'm going to go up and heal him. Das sieht schon richtig aus wie Gimli von hier. Das ist, glaube ich, ein Mensch. I use a vial, an item to heal him. He's now using emotes. Our players will have actually ability to emote different emotions and be able to roleplay through that. So the story of the game revolves around Eriador, discussed in the first book. As you know, the Fellowship killed the Balrog. Gandalf killed the Balrog. And this has created a very interesting situation, because there's a vacuum of power. With the Balrog gone, Sauron is looking for someone new to take his place. Saruman wants to be that person, but at the same time, the forces of good, like Elrond, are trying to close off Eriador and stop Sauron from doing this. So as in the books, players are going to have the opportunity to really role-play a lot in our game, even good and evil. Man sieht das jetzt nicht so, aber diese Lichteffekte in dem Spiel, also die Beleuchtung, alles sieht schon sehr cool aus. Ich wollte gerade sagen, dieser Lichtschall, der von hinten so schräg rüberkommt und die Partikel, die man da so drin sieht, and if you are able to understand the language, then you'll learn more about the dungeon. So for example, was er gerade gesagt hat, ist zum Beispiel, dass wenn man kann die Elbensprache lernen, die ja Tolkien erfunden hat, und findet dann in der gesamten Welt immer mal wieder irgendwelche Sachen in Elbenschrift, und wenn man sie halt beherrscht, kriegt man dadurch neue Hinweise auf neue Sidequests und so weiter. Sehr cool. Hat er schon gesagt, wie das Lernen funktioniert, dass man erst Teile von den verschiedenen Nachrichten versteht? Ja, ja, ist genauso. You might think the dungeon is a lot smaller. There's parts of it you never know even existed. Also, the language is going to be a great way to convey subtle elements of the story that other players won't be able to understand, but you would be able to understand. We have lots of interactive objects. One of our big points in the game is consequences. So you see that the hobbit over here broke that weapons rack. That made a loud noise. That'll bring the orcs to me. So unlike other games where monsters are just spawning in a big field, in our game, if there's a monster and it's attacking you, there's a reason, there's a story behind it. Again, trying to keep true to being a good RPG, a role-playing game, instead of just a big world. So, what can you tell us about the skill system? Is there a skill system, and what are people gaining or learning from killing enemies and gaining experience points? Good question. So in Tolkien's world, it's not a level treadmill. You know, experience points are so artificial. They really have no place in a world as rich as Tolkien's. What we want to do, our fundamental philosophy for the game is every action your player takes defines him. That's basically what role-playing is. Every action you make is meaningful and defines you. So for example, when I search this Dwarven King, I find an evil weapon, just like Frodo found the ring, or Bilbo found the ring, and my decision to use evil items in the game will define who I am, will define how the world interacts with me. Items will be able to give me special skills that I would not have had unless I didn't use them.
In general, the way advancement is going to work is the more I do also er sagt jetzt gerade praktisch, das ist kein richtiges Experience-Skill-System, sondern ich definiere mich darüber, was ich, wie ich meine Aktionen ausführe oder wie, ob es auf der guten oder auf der schlechten Seite. Ja, also es ist so ein bisschen wie bei Morrowind, Learning by Doing quasi. Aber, also ich meine, bei Morrowind war es cool, bei Dungeon Keeper war es nicht so toll. Ich mache mal an der Stelle auf Pause. Das heißt, ich bin eigentlich auch ein Freund, also ich mag das gerne mit Experience Points. Diablo fand ich immer noch, wie gesagt, eines der geilsten Rollenspiele. Es macht einfach süchtig. Aber so wie er es erzählt hat, dass man halt wirklich quasi Learning by Doing, dass man von Anfang an, so ähnlich wie bei Star Wars Galaxies, die Sachen, die Möglichkeiten hat zu lernen, aber halt nur wirklich gut ist, wenn man sie auch häufig benutzt. Ja. Klingt auf jeden Fall interessant, wie es dann aussieht, muss man abwarten. Wir müssen schon wieder, Leider. Gleich geht's weiter mit Lord of the Rings bzw. Middle-Earth Online und ihr könnt noch wählen, ob ihr dann noch Counter-Strike Condition Zero oder Black and White 2 sehen wollt. Aber bevor wir anfangen, Simon, was fällt dir zum Thema babyblaues, kurzes Oberteil ein? Gar nichts. Echt da nicht? Fällt mir zwar vage Burnout 2 ein, irgendeine Wette mit der Regie, aber ich habe das Kraft meines Amtes für, meines Alters auch für null und nichtig erklärt. Einfach deshalb, weil... Kraft deiner neuen Frisur, deiner Schönheit, deiner Kompetenz. Es gab Probleme mit der Programmdirektion und deswegen konnten wir das leider nicht einlösen, die Wette. So. Für mich ist das Grund genug. Ja, finde ich auch. Ja. Wir haben aber jetzt noch den zweiten Teil unseres Resident Evil Outbreak Movies. Wir haben ja aufgehört, mitten in der Mitte der Virusbreite zu kommen. An wen erinnert uns das da? Das erinnert mich sehr stark an den Tyrant. Und der habe ich auch, glaube ich, gelesen. Nosferatu eigentlich, aber egal. Nosferatu? Das ist Niklaus aber der Kinski? Mir sagt der Titel schon was. Das auch gerade mit dem Schatten? Wo der dann... Ich glaube nicht, dass sie da in Nosferatu gedacht haben. Ich glaube nicht mal, dass sie ihn kennen. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. So, ich glaube schon. Jetzt habe ich dich in die Ecke gelabert. Komm, wir wetten darum, der Verlierer muss ein blaues, kurzes Oberteil anziehen. Was hältst du davon? Keine Wetten mehr für heute. Aber auf jeden Fall ziemlich coole Schnitten. Erinnert mich auch so ein bisschen an das Metal Gear Solid 2 Movie. Das jetzt nicht. Aber ich finde den Übergang jetzt gleich sehr cool mit den Viren dann. Ja, genau, das meine ich. Da gibt es ja beim Intro von Metal Gear Solid 2 so ein ähnliches. Naja, so ein ähnlich geschnittenes Intro auch gerendert, wo diese Schlangen, diese DNA-Stränge sich zu Schlangen binden. Ja. Und, das erinnert mich ein bisschen an Fight Club bzw. auch Metroid. Ja, stimmt. Gar nicht mal irgendwie. Metroid ist übrigens echt pervers geil. Kann ich jetzt an der Stelle mal sagen. Ich habe gestern... Und das ist was Positives, liebe Mütter da draußen. Also jetzt nicht denken, dass der Simon hier gerade was Verbotenes gesagt hat. Ich habe gestern endlich damit angefangen, also so richtig, und bin dann schon in der Eiswelt und mache... Unglaublich viel Spaß. Ja, es rockt sowas von die Exkremente. Ja, ja. Kann man sagen, kann man so stehen lassen. Übergang ist wirklich sehr, sehr geil, wie es eben ganz am Anfang von den Viren im Labor dann jetzt letztendlich zu Raccoon City geht. Das ist also das Info, das fertige Spiel sehen wir dann hoffentlich bald. Und jetzt bleiben wir bei Resident Evil. Wir haben nämlich Resident Evil Dead Aim noch. Da gibt es einen In-Game-Trailer und dann haben wir noch was Abgefilmtes von euch. Tatsächlich? Haben wir das jetzt? Hab ich jetzt gerade eben runtergeladen. Schön, dass mir das niemand sagt, aber dann stimmt das wohl. Hat Kollege Pepper eben gerade im Hinterstübchen sozusagen schneiden lassen und deswegen haben wir das. In seinem Hinterstübchen? Ja. Was ihr da seht, ist übrigens ein bisschen zu pixelig, um eigentlich Echtzeitgrafik im richtigen Stil zu sein. Ja, ich weiß auch nicht, was sie da gemacht haben. Vielleicht, wenn wir gleich unser abgefilmtes sehen, dann erkennt man, dass das kein C64-Grafik ist. Es sieht wirklich, es könnte PS1 sein. Ja. Also von der reinen Pixelanzahl. Ist aber wirklich wesentlich detaillierter in echt. Und man muss ja dazu sagen, für alle, die es noch nicht wissen, es ist ein Lightgun-Shooter. Deswegen auch dieses doch sehr konzentrierte darauf, sich den Weg durch Untote frei zu schaufeln. Ja, und es gab ja zwei, ich weiß gar nicht, ob zwei oder drei, aber ich glaube zwei Vorgänger, Survivor die und Gun Survivor. Schlecht waren, fand ich. Die wurden immer ein bisschen Simon, besser. Die waren schlecht. Ja, Survivor war grottig, aber Gun Survivor war gar nicht mal so schlecht. Also irgendwann muss seine Liebe zu Resident Evil auch Sie endet bei Resident Evil. Okay.
Ja, das ist dann live. Ja, und guck, es sieht doch schon ein bisschen besser aus. Also ja. Man hat sich schon Gedanken gemacht. Und es ist tatsächlich auch abgefilmt. Besser als das, was man vorher sieht. Man sieht auch diese Spiegelung. Ja, genau, da siehst du. Rechts ist jetzt die Spiegelung von der Leinwand von hinten. Also das ist jetzt kein sehr kreatives Head-Up-Display oder sowas. Das ist nur die Spiegelung von so, das Vorahnungsdisplay, ja, ja. Wo man schon sieht, was gleich passiert. Genau, genau. Oder vielleicht doch. Nein, wie echt komisch. Naja, ja, und anders war es bei den meisten Lightgun-Shootern, dieses mit dem Energie-Rumrennen, ne? Ja, das fand ich schon vom Konzept her beim ersten Teil der Serie ganz gut. Man konnte eben rumlaufen aus der Ego-Perspektive und dann eben gleichzeitig ballern. Jetzt hier scheint es ein bisschen besser gelöst. Wir werden es aber endlich dann ja sehen, wenn es irgendwann mal da ist. Wobei ich nicht glaube, dass wir also ist von das der Spiel Thematik, unbedingt hier thematisieren müssen. Ist von der Thematik ja schon ziemlich heftig und da muss man nicht unbedingt irgendwie drauf zurückgreifen. Aber wir können euch ja auf jeden Fall mal auf dem Laufenden halten, wenn es draußen ist. Und wie es aussieht, das werdet ihr auch bei uns erfahren. Jetzt habe ich gar keine Movies mehr. Dann würde ich sagen, starten wir. Ich würde eigentlich ganz gerne noch ein bisschen über dein Hintergrundbild reden. Nein, ich habe jetzt heute endlich mal ein... Also falls ihr euch jemals gefragt habt, warum der Simon Probleme mit seinen Haaren hat, da seht ihr seine Vorbilder. Ja, im Moment, Frisur 1 bis 4 hat er schon mal gehabt. Ich freue mich ganz besonders irgendwie auf diesen Kinnbart-Afro unten rechts. Also der hier ist mein Favorit, der Regenbogen-Kasten-Afro. Gleich neben dem Nudel-Afro. Aber ich meine ja den hier, den weißt du? Und deinen Kinnbart einfach einmal komplett rumwachsen lassen. Den habe ich noch gar nicht so gesehen, fällt mir gerade auf. Großartig, Elvis hatte ich auch schon. Ja, das also zu meinem Hintergrundbild. Können wir vielleicht noch ganz schnell was vom Spiel zeigen? Ich finde, wir sollten Eitoy nochmal machen, ja. Können wir mal ganz kurz filmen, wie wir die Kamera fachmännisch, also eigentlich wie ich die Kamera fachmännisch dort oben angebracht habe. Die Lorbeeren gehören dir, weil da möchte ich nichts mit zu tun haben. Wenn ihr mich seht, wie stümperhaft amateurmäßig das Ganze da festgeklebt ist. Tesafilm. Mit Geduld und Spucke. Ja, größtenteils. Wer darf anfangen? Willst du? Darf ich? Da fange ich mal an. Ne? Ja. Machen wir erstmal ein eigenes Profil. Das ist übrigens sehr, sehr lustig. Wir haben ja Profil schon ein Profil angemacht. Und, es ist definitiv so eine Geschichte mit Eitoy, dass man für Partys und Ähnliches da sehr, sehr viel Spaß mit haben kann. Ich denke mir, wenn man allein zu Hause rumsitzt, wird es den Spaß relativ schnell verlieren. Aber es ist einfach genau wie die Tanzmattenspiele oder irgendwelche Bemani-Sachen oder sonst was, wo man halt auch beim Zugucken hat, wenn sich da jemand lächerlich vor dem Bildschirm macht, eine Menge Spaß. Und es lädt vor allem ungefähr 2 Minuten. Aber das liegt, denke ich mir mal, einfach an der Beta-Version. Dass das ein bisschen länger dauert. Aber das Bild ist echt cool. Und da seht ihr, also ihr kriegt richtig eine dolle Kamera. Okay, wir machen noch, liebe Regie, wir machen noch ganz schnell ein eigenes Profil. Und da vielleicht noch ganz kurz, ich habe vor 2 Jahren ja den Anfänger, also die Anfänger von diesem Eitoy-Kram mitgekriegt auf der E3 mit 9/11. Das war dieses auch so ein Lightgun-Shooter, wo man halt hoch und runter gehen konnte. Und wenn man das vergleicht, da hat sich wirklich einiges getan. Also die Kamera damals, die hat nur so ganz schemenhaft Schwarz-Weiß-Sachen gezeigt. Und da ist die hier schon wirklich ein bisschen besser. Übrigens, die Kamera schließt man an den USB-Port an, ne? Simon. Ich muss gerade Bilder machen. Musst du nicht. Schließt man an den USB-Port an. So, wir haben jetzt ein Profil gemacht. Das Bild, wie das Ganze dann letztendlich aussieht als Profil, zeigen wir euch gleich. Ist auf jeden Fall sehr lustig und dann gibt es auch noch ein paar Spiele. Ja, dann machen wir ja komische Verrenkungen und ihr solltet das nicht verpassen. Auf keinen Fall. Mensch, schon wieder eine Stunde rum. So schnell geht die Zeit vorbei. Ich glaub's ja kaum, dass ich wie wenn's du fliegst. Heute, eine Stunde, wie gesagt, ist vorbei. Giga Games ist verstrichen. Aber wir haben noch hervorragende Themen für die folgenden 60 Minuten. Also solltet ihr unbedingt dranbleiben. Und was euch jetzt genau erwartet, das werde ich euch nun und jetzt gleich weiter erklären. Im PC-Bereich geht es los mit unserer großartigen E3-Movie. Woche eigentlich, kann man fast sagen. Ich glaube nicht, dass Kollege Eddie und Felix jetzt in den nächsten Tagen noch mehr machen werden, außer E3. Was gibt's denn jetzt gleich für Movies? Gibt's noch Mittelerde oder warst du schon? Mittelerde Online? Und es gibt ein Vote, welche Movies jetzt gleich noch gezeigt werden sollen. Black and White 2 oder Condition Zero. Also geht, und das ist übrigens eine von mir geklaute Idee, geht in den Vote-Bereich und votet das Movie. Dann
haben wir noch den Konsolenbereich und da zeigen wir euch noch mehr vom iToy für die PlayStation 2. Wir haben eine Beta-Version da. Ihr kennt es mittlerweile wahrscheinlich schon. Ist ein sehr, sehr nettes Party-Game und gleichzeitig auch eine Technikspielerei. Lasst euch nicht entgehen und guckt es euch an. Dann seht ihr mal, was vielleicht in den nächsten Monaten auf euch zukommt. Im Max-Bereich gibt es die Parallel Worlds Mod für Battlefield. Wir haben sie irgendwann vor einem halben Jahr, glaube ich, schon mal als Bild vorgestellt. Und jetzt gibt es sie als Movie beziehungsweise als Spiel. Und ich kann nur sagen, sie ist sehr, sehr extravagant. Sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man Battlefield-Zocker ist. So, das sind die Themen. Das war ich. Das hier ist mein Rechner. Das ist eine Maus. Und das ist die Kamera. Bevor wir loslegen, ich habe übrigens mit dem Schmollen aufgehört. Ich kriege jetzt auch ein Bild. Ein Bild? Ein Bild. Ach, ein Bild. Ja. Du hast ja nur so eine, Sag nichts gegen mein Bild, sonst muss ich die anderen leider auch noch rausholen, weil du kriegst ja nur ein Bild. Ich glaube, ich habe drei oder so. Ich zeig mal die Website von dem jungen Mann, der mir ein Bild malen will. Der hat mir nämlich geschrieben und hatte so ein bisschen Mitleid mit mir gehabt. Die Jungs ist verlassen, muss man mal so sagen. Ich hatte doch auch ganz viel Trauer zum Ausdruck gebracht. Ich habe das wohl gesehen. Ja, gucken wir uns mal die Seite an. Die Alex hat es vorhin schon geteased, denn das ist der gleiche Künstler, der auch für die Alex das Bild gemalt hat. Und die Seite heißt kenauer.de. Ziemlich coole Seite. Und gucken wir uns mal an, was dieser junge Mann alles drauf hat. Holla die Waldfee. Wir gucken uns mal so ein bisschen die Artworks hier an. Hier, guck dir das an. Holla, oder? Hey, der hat meine Freundin gemalt, ohne mich zu fragen. Ich kann dir leider nichts Hässliches zeigen in dem Moment. Weil das sieht einfach nur super genial aus, was der Typ hier zeichnet hat. Hast du was gesagt? Habe ich den Spruch meiner Freundin schon gebracht? Den wollte ich ja jetzt bringen. Und jetzt. Der zeichnet deine Freundin in Unterwäsche. Ja, der Regie hat auch gerade schon entsprechende unglaublich witzige und humoristisch hochwertige Kommentare abgegeben. Humoristisch? Ja. Es sieht echt Hammer. Ich kann ja einiges, schon. Aber zeichnen kann ich wirklich nicht. Hoffentlich hat er einen vernünftigen Host, der seine Webseite hostet, wenn nicht, dass jetzt irgendwie traffic-technisch hier die Biege macht. Mhm. Ah, ich glaube nicht. Wer so gut zeichnen kann, hat auch einen guten Anbieter. Hammer. Und vor allem, was der Typ alles drauf hat, ist es, was? Über was, glaube ich. 15 Jahre Artwork, 6 Jahre Grafikdesign, 12 Jahre Computerkenntnisse, 6 Jahre Computergrafikdesign, 3 Jahre Anwendungsentwicklung, primär Java. Er könnte sich eigentlich dann auch bei Giga bewerben, halt mal, oder? Also vielleicht noch ein bisschen Erfahrung sammeln, aber der dann... Der Typ könnte aus meiner Familie kommen. Oh Mann. Können wir Battlefield spielen? Ich sei auch aus meiner Familie. Vielleicht ist es der Sohn, den ich nie hatte. Egal. Dein Sohn. Ja, aus meinen Fingern. Egal. Fantastisch. Ich bin begeistert. Kai Patrick Uecker ist der. Ich das richtig ausgespannt. 1974 geboren. Du hörst auch die Zeitangaben von der Regie, oder? Ich ignoriere die immer. Die ignoriert er einfach. Ja, spielen wir noch eine Parallel Worlds. Wenn ihr euch die Webseite mal angucken wollt, kenauer.de, der Mann ist, glaube ich, noch zu haben, wenn ich richtig informiert bin. Er heißt zwar Patrick mit Vornamen, aber er hat mit mir nichts zu tun. Er schickt mir auch kein Bild. Ja, gucken wir uns noch mal die fantastische Mod an, die ihr euch übrigens herunterladen könnt. Ich muss ja auch ins Spiel rein. Es gibt übrigens auch ein Passwort, es gibt einen Server IP 2017-50-207-12. Der Junge ist Passwort gut. Poste ich jetzt, ist übrigens für all diejenigen, die jetzt zugucken, jetzt auf der Website und heißt Stellar. Mit genau richtig geraten, wie das sieht von dem Cube. Siehst du, die Leute wissen es. Ja, die Leute genau. Sind gut informiert und hören nicht so einen Rotz wie du. Stella, S-T-E-L-L, Anton Richard. Eine Minute, Patrick, trödel doch nicht so rum, ja. Lass uns ein bisschen spielen. Mein Rechner ist on air, wie ich gerade erfahren habe, dann würde ich sagen, springe ich hier gleich mal raus, weil Panzerfahren ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen diese Spinne benutzen. Ich will nämlich mit der ein bisschen fliegen. Ich habe nämlich gerade gemerkt, dass die im Gegensatz zu Marks Methode sich mit Maus... Übrigens in der Regie werden gerade Wetten abgeschlossen, dass du genau 2 Sekunden in der Luft bleibst, dich dann überschlägst und draufgehst. Ich halte die Wette mit 4 Sekunden. Okay. Hoffentlich zählt einer mit. So, ein bisschen hochschauen. Übrigens, die Regie lacht jetzt schon. Außer sich bitte. So, erst noch ein bisschen laufen, nicht? Ja, komm, gib Gas, wir haben nicht so viel Zeit. Okay, jetzt passt du auf. Ich steige nochmal da hoch. Also ja. Schief starten ist doof. Ja, los, mach, gib Gas. Okay. Aber das waren mehr als 4 Sekunden. Ich nehme jetzt, ich habe eigentlich den Helikopter gemeint. Ach so.
dieses blöde Spinnenvieh. Hättest du jetzt gesagt, ich habe den Jeep gemalt oder so, dann hättest du vielleicht auch ein paar Punkte reißen können. Schau mal, wo ich rauskomme, wir haben noch ganz, ganz wenig Zeit. Na, da schaffe ich, da schaffe ich mich. Komm, bedien das MG, aber bist du schon genug beschäftigt. Ich zeig noch kurz diese neue Waffe hier, ein Granatwerfer, ganz tolles Ding. Wir haben noch einen Tag, dann spielen wir nur das. Kommen jetzt zum Ende und sehen uns in Kürze wieder. Ihr habt mal wieder, muss man sagen, die Wahl der Qual. Die Qual der Wahl. Genau. Und zwar könnt ihr wählen und quälen, was wir gleich im vierten Take machen sollen. Und dazu ganz kurz bei uns auf die Seite, in den PC-Bereich, in den Vote. Und dort habe ich euch gefragt, hier, was wollt ihr als nächstes sehen? Ich gucke mal aufs Ergebnis, um einfach mal, sage ich mal, dem, der jetzt hinten liegt, die Möglichkeit zu nehmen. Na, sehen wir es hier. 60% wollen Counter-Strike Condition Zero sehen. 40% wollen Black and White 2 mit Peter Molyneux sehen. Was machen wir denn dann mit dem Verlierer, Eddie? Zeigen wir morgen. Ach so, okay. Ja. Oh. Also, ja, für alle, die irgendwie noch ein bisschen was von Peter Molyneux und Black and White 2 sehen wollen, kann ich nur sagen, votet noch. Ihr habt noch etwa 15, 20 Minuten Zeit. Bei uns gibt es nämlich keine Verlierer, deswegen darf auch der Simon hier arbeiten. Das hat ja schon Mareike Amado im Minilädchen gesagt, alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen trotzdem kann. Trotzdem haben wir ungefähr hallo, 9 geheult. Hallo, aber hallo, hier kommt jeder, der was kann, auch dran. Leute kommen ganz groß raus in der Mini-Playback-Show. Zum Glück ist Mareike Amado an mir vorbeigegangen. Mareike Amado ist eine der wenigen großen holländischen, ich sehe schon, die hat Moderatoren große Eindrücke bei dir hinterlassen. Im deutschen Fernsehen. Gleich nach Linda de Mol. So, jetzt aber weiter mit Middle-Earth Online. Und zwar wollen wir ja noch den Balrog sehen, deshalb müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Und zwar sind wir immer noch in den Minen von Moria und jetzt erfahren wir gleich ein bisschen was über die dunkle Seite von dem Spiel. Also wenn man... Wir sind am besten mal ruhig, hört einfach mal zu. Der ist sehr interessant, was der Amish da erzählt. Items will be able to give me special skills that I would not have had unless I didn't use them. In general, the way advancement is going to work is, the more I do something, the better I become at it. If I craft a lot, I'll be a good crafter. If I fight a lot, I'll become a good fighter. You see an example of one of our skills here? We're trying very hard to do things like show damage effects on the monster. So, you know, keeping that level of realism in the game. So are there any, I don't know, characteristics or statistics like strength, dexterity or something like that? Or is it completely new? We'll be talking about that. You know, we're doing a lot of innovative things with our advancement system. We'll be talking about that more later on. So my character is going to make a moral choice. You know, in Tolkien's world, all of his characters were faced with many choices. Should I do the good thing or the bad thing? Should I use evil items or not? And when you make these choices, the game will tell you very clearly, your soul has fallen to Sauron. You've become evil. You've decided to do an evil thing. What does this mean for me? When I go back to the Shire in the launch product, not in this demo, but in the launch product, the hobbits won't talk to me anymore. If I try to enter Rivendell, the elves will turn me away. But other people will want to talk to me. Bill Ferny and Bree, the people in the Shire that are more evil will want to talk to me. So different gameplay for different people. Now, of course, being evil has advantages. A lot of power. But of course, one of the important things to remember is just because you're evil or good doesn't mean the game will be harder or easier for you. It's a role-playing choice. You know, really, whatever you want to role-play, that's the opportunity you'll get in our game. Yeah, because that's a point in many different role-play games. They try to force you in a direction because it's too hard to be... if you play the bad guy, it's too hard or something. But I think it's a good idea if you can be the bad guy and still... can have the chance to advance in the game in a good way. Absolutely. We felt it's very important that we provide players with choices, not force them into situations that they don't want to be in. So before I cross this bridge, I'm going to put on a shield. You'll notice this, it looks like the Bridge of Khazad-dûm. One of the things that we're able to do with our game is to create scenes that are reminiscent of important scenes in the books, so players really feel like they can relive what the Fellowship was going through. So my shield is sort of blocking some of the arrows around me. These orcs are in for a nasty surprise as I blast them away.
Environmental puzzles are a big part of our game. So as I run through here, you'll notice this gate is going to start dropping down on me. So if I don't make it across, I'm going to be in trouble. I'll be trapped on the other side. What'll I have to do? Maybe I'll have to find a secret way in. That's less obvious and less easy. Again, maybe a riddle would have informed me of this, and I'd be more, you know, another advantage. So you've seen some of our monsters. You saw the orcs. We're going to do different races. Goblins, wargs, our other monsters. We're going to do trolls, also an important part of Tolkien's world, and also the wraiths. Here you have a little scene where the dwarves are, obviously they were defending something, they died defending it. One of the most important monsters in Tolkien's game, of course, is the Balrog, and I'm going to leave you to enjoy this creature for a little bit. That's very, very impressive, yeah. I have to say. Der hat ziemlich cool ausgesehen, der Balrog. Talking about release dates, when are you planning to release it? Basically 4 months into development so far. We're going to be going into alpha and beta sometime next year. So we're talking about a PC exclusive, or is there perhaps any deals like Xbox Live? Those are excellent questions. We definitely have plans of that order, but we'll be announcing those later on. Right now we're very focused on making this game incredibly good for the PC. Okay, great. Thanks for sharing. Yeah, also, Sie überlegen zumindest, ob es auch eine Xbox Live-Version davon gibt. Auf jeden Fall fand ich das Ganze sehr beeindruckend, was man da machen kann. Der Balrog, also man hat das jetzt in dem Video, ihr müsst euch das vorstellen, das sieht in echt noch 10-mal besser aus als auf so einem abgefilmten Flimmer. Das ist immer nicht so gut rüber, aber trotzdem hat es ja immer noch sehr gut ausgesehen. Ja, das also, ist die Sache. Ich muss wirklich sagen, das einzige Problem, was ich mit dem Spiel habe, wer soll das alles spielen? Ja? World of Warcraft, Star Wars Galaxies, jetzt Middle-Earth Online und so weiter. Zu viele Mobs. Die haben gar nicht so viel Zeit. Ihr habt noch ein bisschen Zeit zu wählen, und zwar, was jetzt gleich gezeigt wird. Und zwar Black and White 2 oder Condition Zero. Und jetzt gibt's erstmal den Games Flash. Der Games Flash am 21. Mai. Eiskratzer. Schnallt euch die Kufen unter und jagt den Puck hinterher. Zur NHL 2004 gibt es neue Bilder zu bestaunen. Publisher Electronic Arts verspricht wieder einige Neuerungen. Ein neues Kampfsystem, neue Schlaganimationen und eine bessere Steuerung sollen das Eishockey-Erlebnis noch intensiver machen. Die neuen Bilder lassen dabei wieder auf einen Sporttitel der Extraklasse hoffen. Bei uns bekommt ihr alle Infos und Screenshots. Schlangennest. Schleichen kann heute jeder zweite Spieleheld. Doch einer der Urväter des Genres kehrt nun zurück. Sneak-Profi Solid Snake macht sich für seine Rückkehr auf die Bildschirme bereit und hat gleich zwei neue Games im Gepäck. Nun sind endlich auch die Seiten zu The Twin Snakes und Metal Gear Solid 3 online. Die Adressen zu den sehenswerten Seiten findet ihr auf giga.de. Paradies für Modder. Die ersten auf der E3 gezeigten Spieleeindrücke von Half-Life 2 ließen jeden Zocker mit offenem Mund zurück. Neue Informationen über die im Spiel verwendete Engine dürften nun alle Modder aufjubeln lassen. So wurde jetzt bestätigt, dass ein Software Development Kit noch vor dem eigentlichen Spiel veröffentlicht werde. In unserem Artikel lest ihr alles Wissenswerte. Außerdem Infos zu Enemy Territory, Bilder zu Bulletproof Monk und der Humvee Patch. Das alles und noch viel mehr auf giga.de. Sag mal, Simon, hä? Ist es eigentlich normal, dass es in Düsseldorf so viel regnet? Ich glaube, es liegt an unserem wasserdichten Container. Hast wieder einer vergessen, den Stöpsel zu ziehen? Sollten wir vielleicht das mal war machen. Der Eddie. Ich zieh mal einen Stöpsel. Oh nein, nimm den Fisch noch mit, wir brauchen noch was zu essen. Oh mein Gott, der Stöpsel! Scheiße, wenn die Ladezeiten jetzt nicht wären, dann wäre das, ja, dann cooler, wär das, ne? Unglaublich cool gewesen. Dann hätte man jetzt also nahtlos, ne? Ich frage mich auch, was irgendwie er da lädt. Also jetzt lädt er nämlich das Menü, wo einfach nur 5 Buttons sind. Mehr ist da nicht. Ich meine, die Kamera, das Beta-Version. Oh, ich habe beinahe was vergessen. Stimmt, das ist ja eine Beta-Version. Beta-Version. Ups, was sage ich da? Beta-Version. Ja, also ich denke mir auch, die Ladezeiten werden sich wohl noch definitiv ein bisschen, vorsicht, da ist eine CD, die ich noch brauche. Die werden sich bestimmt noch mal ein bisschen verbessern. Wollen wir den zweiten geilen Effekt auch noch machen? Doch. Dann können wir den nächsten Take machen. Fangen wir den nächsten damit an? Ja. Freut euch auf den nächsten. So, ich würde sagen, wir starten mal einen Multiplayer-Day. Multiplayer-Game. Battle. Ich will aber meinen Profile, ja genau. Okay, das ist können wir das, na gut. Können wir nochmal drauf Profil gehen? Zeigen? Das ist das jetzt genau, da haben wir das sind dann die drei Fotos, die man eben aufnimmt. Und meine Wenigkeit... Ich nehme das Bim. Nicht der Pimp, nee, der Triple A.
Ja, ein AAA-Guy. Wir spielen mal Medium, weil es ist schon ein bisschen einfach. Aber nicht das Beat Freak, weil das nein, nicht Beat Freak nervt so ein bisschen. Fand ich nicht so toll. Wollen wir Vision oder Kung Fu? Kung Fu ist am Eis. Weißt du, heute hauen wir die Klopper direkt am Anfang raus. Wir heben uns das nicht irgendwie auf fürs Ende. Nein, jetzt geht's so richtig. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Ist so eines der Spiele, wo ich mir denke, okay, das könnte auch über längere Zeit Spaß machen. Auch wenn man am Anfang noch sagen muss, die Spiele, die dabei sind, sind schon ein bisschen, naja, kurzweilig. Kurzweilig wäre motivierend. Untertrieben. Ja, also ich denke mir auch, dass es letztendlich einfach ein Partyspiel ist. Und genauso wie die Tanzmatten rumgehopst Sachen dann eigentlich immer Spaß machen. Vor allem, wenn es der... Oh, ich bin dran. Du musst rüber. Vor allem, wenn der Jörg das macht. Halt. So, jetzt muss ich dir helfen. Okay, halt. Jetzt muss ich es nämlich weiß machen. Ja, das ist nämlich das Problem. Erst dann kann man die anderen nämlich... Weil das mir hier bei uns im Studio ein kleines bisschen zu hell ist und zu... red du mal weiter. Ich muss hier ein bisschen prügeln. Ja, es ist zu hell und im Hintergrund bewegt sich irgendwie immer zu viel. Deswegen funktioniert es bei uns nicht. Ich denke, bei euch dürfte es besser laufen. So, und was Kollege Michael jetzt hier machen muss, ist alle weghauen, bevor sie in die Mitte des Bildschirms, wo dann er sich auch befindet, hinkommen. Das ist eigentlich relativ einfach. Man könnte ja auch... Mit allen Sachen auch, machen, die man so hat? Genau. Ist eigentlich ziemlich egal. Man könnte auch bescheißen, indem man einfach, sag ich mal, wild mit den Händen fuchtelt, aber ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber hätte ich vielleicht machen sollen. Ja, Meister. Game over gewesen. Du bist nicht wirklich gut. Lasse den Meister heran. Jodi-Skin? Lasse den Meister heran. Na gut, okay. Ich meine, Tekken bin ich halt einfach besser. Ich meine, da hätte ich jetzt... Aber naja, schau mal. Soll ich auch mal rausgehen? Ich gehe mal... Ach, ich hasse es. Oh, okay, Moment. Dann ich mache wieder Start für dich. ja, wir kriegen es hin. Und es sieht unglaublich blöd aus, wenn wir das machen. Ja. Aber das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Okay, ich gehe mal raus, weil ansonsten bewegt sich da noch was. Das sieht doch echt total aus, finde ich irgendwie, ne? Okay, das war ein Lucky Punch, würde ich sagen. So, und jetzt mit dem Kopf. Oder mit dem Hintern. Sehr gut. Jetzt mit dem Fuß. Kombo! Simon, du kleine gelenkige... Du hast es drauf. Jetzt der Meister. Oh, das ist der Meister. Das ist schwierig, weil wenn man den gehauen hat, dann verwischt es alles so ein bisschen. Matrix. Nein, ist eigentlich nicht wirklich Matrix. Mittlerweile nennt man, glaube ich, so alles Matrix, was anders ist als die Realität. Ist einfach nur so ein Blur-Effekt. Oh. Der ist ja gegen die Schulter gesprungen. Schnapp ihn dir. Irgendwann kommt beiß ihn in den Kopf ab. Oh, Bonusrunde. Und das ist echt cool, weil da muss man ja wirklich ein bisschen... Ich gehe mal zur Seite, Simon. Da muss man ja ein bisschen schneller zuschlagen, weil ansonsten macht man so Pong. Ich sehe mannigfaltige Möglichkeiten, die dieser Kamera auf uns zukommt. Und es macht auch wirklich Spaß, weil es ist echt schweißtreibend. Also man fängt schon an, so ein bisschen zu schwitzen. Oh, oh, jetzt ist aber auch gleich Schicht. Welcher Stoff? Wieso habe ich so gesackt und du bist irgendwie... Ah. Du bist zumindest noch in die Bonusrunde gegangen. Dafür bist du aber am Schwitzen wie Hölle. Oh, weia. Ja. Oh. Oh. Ja, ich finde, wir lassen einfach den Highscore für sich sprechen an dieser Stelle. Ich bin dafür, dass wir den Highscore nicht zeigen, weil da habe ich jetzt ziemlich gesaugt. Maske! Ich fordere, nein, oh, nein, abbrechen. Oh, oh, oh. Rematch, wir wollen noch rematchen. Ja, ich will rematchen. Okay. Ja, wir haben doch sowieso noch so viel Zeit, wir müssen die Zeit irgendwie rumkriegen. Los, geh mal. Nee, wie gesagt, sehr kurzweilig, wer fängt an? Nee, du bist auch schon wieder nicht. Deck mal ab. Wer ist? Du, aber du musst abdecken. Wir müssen starten drücken. Schmonk. Deck ab. Aber da steht doch A. Ja, und deswegen musst du jetzt spielen auch gleich. Aber ich muss hier, du musst abdecken und jetzt darfst du spielen. Ich glaube, das bist du. Nein, ich sehe doch oben links ein Bild. Unglaublich. Und ich muss echt ein bisschen zur Seite gehen. Du bist gefährlich. Übrigens, du weißt schon, dass wenn du schneller und härter zuschlägst, dass es dann besser geht. Ne? Also musst du ein bisschen wirklich... Du bist aber noch im Bild. Ich sehe, wie die Leute... Ich helfe dir mal. Hey! Der dreibeinige Affe. Felix, nein, du darfst nicht mitmachen. Wir wollen dich nicht mitspielen lassen. Felix, geh weg! Mach mal den Mund auf. Fang mal einen mit dem Mund auf. The Flash! It's amazing! Is it a bird? Is it a plane? No, it's a Simon. Wie viel Zeit haben wir noch? Viel zu früh wahrscheinlich. Fang doch mal einen mit dem Mund auf.
Oh, Bonusrunde. Schneller, härter. Mehr Beinarbeit. Du triffst dich echt gleich. Ich merke zumindest schon immer meine Luft hoch. Ja, dritte Runde, Simon. Nicht schlimm machen hier. Das macht eigentlich... Ich kann nicht mehr. Merkt eigentlich irgendjemand, dass ich den Simon nur dazu bringen wollte, dass er hier am Herzinfarkt zusammenbricht? Live. Du bist toll, Felix. Du darfst aber nicht mitspielen. Man muss doch aber auch irgendwas gegen diesen dämlichen Zauberer machen können. Weiß ich nicht. Ich meine, an sich ist es ja gar nicht so schlimm. Wow! Yo, der sieht gut. Der war stylisch, Simon. Jetzt wollte ich gerade den Neo machen. Der war aber echt gut. Den fand ich gut. Ja, leider haben wir jetzt nur 30 Sekunden, deswegen komme ich jetzt nicht mehr dran. Simon wird wahrscheinlich an einem Lungenödem zusammenbrechen. Aber nimm noch ein bisschen Deo, bitte. Gucken wir mal. Oder ich gucke auf jeden Fall. Nimm ein bisschen Flüssigkeit zu dir, damit du diesen widerlichen Flüssigkeitsverlust auf deiner Stirn kompensierst. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich und dann geht's schweißtreibend mit dem Simon weiter. Ich grüße euch zurück in dem wunderbaren und wunderschönen Free-and-Fun-Bereich, der ja eigentlich dafür da ist, dass ihr ein bisschen abschalten solltet von den großen, fetten Games und einfach mal so ein bisschen direkt loslegen könnt. Ja, einfach auf die Seite gehen, so wiegtet immer so, ja, eine Sarah, ja, und einfach auf den Link klicken und dann könnt ihr ja direkt loslegen. Wo gibt es denn sowas sonst? Ja, keine großen Ladezeiten. Es geht einfach gleich los, außer bei mir, ja. Es liegt aber nicht an mir. Es liegt nämlich an diesem Rechner hier am Hausboot. Der ist nämlich einfach nur dafür gedacht, nett auszusehen, zu repräsentieren und den Simon oder denjenigen, der gerade Host ist, ein bisschen zu unterstützen, ja, damit man was von der Seite zeigen kann. Ich habe diesen Host-Rechner jetzt umfunktioniert in den Free-Fun-Rechner und da kommt er nun mal nicht mit, ja. Das ist einfach ein bisschen too much für den kleinen Rechner. Aber wir versuchen es mal, ja. Ich bin jetzt ein zweites Mal bei dem Spiel Fancy Rind und versuche euch zu zeigen, was das eigentlich wirklich für ein cooles Spiel ist. Der eine oder andere hat schon gesagt, Mensch, das kommt mir bekannt vor. Das ist eigentlich ein altes Game gewesen für den Gamecube oder was auch immer. Und ja, gut. Es funktioniert aber im Schneckentempo. Normalerweise geht es viel schneller, aber an dem Rechner hier ist es sehr, sehr verzögert. Aber lasst euch davon bitte nicht abschrecken. Ja? Ich zeige es einfach trotzdem. Ihr könnt es bei euch zu Hause viel schneller und viel besser spielen. Das Spielprinzip sollte jetzt jedem klar sein. Hier mit dem Ball die Taler und die Schlüssel und die Äpfel einsammeln, wenn ihr das geschafft habt. Dann könnt ihr zu dem roten X gehen. Das wird dann grün und kommt in das nächste Level, was dann größer, schöner und besser ist. Ja, und bevor ihr zu Hause einschlaft, stoppe ich das Ganze hier mal. Ich wollte ja nur, dass ihr einen kleinen Einblick davon bekommt. So, mal sehen, was die liebe Community dazu sagt. Ui, die Community ist eifrig dabei. Und dann nehme ich doch gleich mal den ersten Eddies größter Fan. Ach nö, dann nehme ich den zweiten. Der KFP Panther. Alex, das Game ist uralt. Das Game gab es mal für PlayStation. Ich hatte die Demo davon, da waren die ersten drei Level drin. Und das waren genau die gleichen wie die von dem Online-Game. Ich weiß nicht mehr, wie das Game hieß, aber ich versichere, dass es schon mal gab. Aha, und darunter schreibt er, genau, das hieß Cooler World. Aha, ist ja interessant, so lernt man dazu. Und mal sehen, was Ulfi sagt. Ulfi ist ja mein persönlicher Kommentator für den frühen Fun-Bereich. Den werde ich auch nächste Woche richtig mit Bild und allem vorstellen. Ulfi sagt, hallo Community, es erfreut mich in letzter Zeit immer mehr, wenn ich solche aufwendig gestaltete Spiele vor die Nase bekomme. Das Spiel selbst erinnert mich ein bisschen an Monkey Ball. Gut. Sehr schön, liebe Grüße Ulfi. Deine Comments müssten aber etwas kürzer werden, weil sonst ich nur dabei bin, deinen Beiträge vorzulesen. So, dann haben wir noch das Spiel von dem Dara. Auch ganz nett, da könnt ihr online malen, so viel ihr wollt. Er hat für euch schon mal was kreiert, beziehungsweise für uns. Mal sehen, was sein
Ergebnis ist. Mal sehen, was er gezeichnet hat. Ja, ihr könnt auch gerne natürlich in den Comments-Bereich eure eigenen Zeichnungen reinposten. Und ich schaue mir das mal morgen an und ich kann die ja dann alle insgesamt mal on air vorstellen. Das ist doch mal eine spontane Idee und richtig cool. Das war ich nicht, das war der Dara. Oh, Dara, da hast du dir aber richtig Mühe gegeben. Giga.de. Ja, der Dara ist eben hochprofessionell, macht immer Werbung, egal wie, giga.de. Ja, und wenn ihr wissen möchtet, wo es die Infos gibt, ja, wo es den besten Bereich auf der Welt gibt, nämlich den Free-and-Fun-Bereich, dann geht doch einfach auf giga.de. Okay, dann halt ich. Ich habe nur darauf gewartet. Ja, wir sind wieder zurück mit Parallel Worlds. Ich freue mich und wir haben immer noch den Server am Laufen, werden auch gleich das Passwort verkünden, aber wir wollen noch ganz kurz ein bisschen was zeigen. Ganz ungestört sozusagen. Genau, ganz ungestört. Und zwar, wenn ihr auf meinen Rechner seht, was, glaube ich, der Fall ist. Das heißt das Stichwort für die Regie. Wenn ihr auf meinen Rechner, genau. Und zwar hier seht ihr den NBCQ-Dog, der vielen von euch auch bekannt ist hoch als Mark Merlin. Und in diesem Roboter, der Senkusha heißt, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, im Artikel steht es auch drin. Ich wollte mal einfach von nahen zeigen, ungestört. Und ja, und die Gelegenheit ergreifen und auf dieses Rohr, ja, kurz mal hinzuweisen, dass da auch vorhanden ist. Nein, das ist meine Heckschraube, ich stehe seitwärts. Er steht seitwärts, okay. Okay. Ich habe dich auch gerade voll im Visier. Ja, ist gut, Junge. Jetzt schießt doch mal diese tolle Rakete, die vollkommen unlenkbar ist, ganz knapp an mir vorbei. Jo, vorbei und... Das schaut echt aus wie so ein Silvesterkracher. Okay. Das ist auch so ein Silvesterkracher. Der war wieder sehr knapp gerade. Rechts war er vielleicht noch kurz zu sehen. Ja, jetzt pass mal ein bisschen auf, Junge. Ja? Wird immer näher. Was ich hier Tolles in der Hand habe, ist ebenfalls ein neues Teil. Und zwar, ich bin hier als Ingenieur unterwegs. Und wenn ihr dann hier guckt, ihr habt nicht nur das normale Gewehr und seine Ingenieurskampfausrüstung. Nein, ich habe auch... Das Ganze nennt sich Flammenwerfer und dürfte auch dir ein bisschen Schaden zufügen. Hör mal, ich bin Roboter, ich bin auch Stahl, da lache ich drüber. Der überhitzt wahnsinnig schnell, aber kommt auch relativ schnell wieder runter. Ja, okay, richtig viel bringt's nicht. Macht ja auch nichts. Ich würde sagen, wir geben jetzt mal das Passwort frei. Ja, heißt übrigens Pluto. Ich werde es jetzt mal posten in der Community. Ist jetzt drin. Und ihr könnt alle joinen. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Mist. Aber dich jetzt auch. Naja, ein bisschen. Okay, jetzt steige ich mal jetzt was Normales hier ein. Übrigens, der Roboter kann kippen. Ich habe es eben zweimal geschafft. Okay, ich bin jetzt natürlich wieder ganz woanders. Es gibt allerdings da hinten einen Hubschrauber, den, ja, ich weiß gar nicht, wie man den nennen soll. Also das Wort Hubschrauber verdient er nicht. Eher so zwei Sitzer mit zwei Propellern oben drauf. Dann laufen wir mal kurz hin mit der Spinne. Das geht ein bisschen zackiger. Ich muss auch kurz diese 4 Sekunden von vorhin, die ja angeblich nicht eingebracht wurden, mit dem Hubschrauber einbringen. So, das reicht und tschüss. Es ist wirklich schwierig, diesen Roboter zu steuern. Man glaubt es gar nicht. So, und jetzt zeige ich euch, wie das hier geht. Der steuert sich. Der schießt denn da schon wieder. Also der ist nicht mit der Tastatur wirklich deutlich besser zu steuern als alles, was Marc sagt. So, fliegen wir mal dahin. Oh, das haben wir auch schon. Die Tastatur lässt sich wunderbar steuern, nur nicht mit allen anderen. So, da unten sehen wir Marc. Und Marc. Uah, nein, nicht jetzt, nein! Ja, Dr. Jones. Ja. Mein Gott. Fliegen, ja. Es ist noch nicht mal fliegen. Es ist gerade ein Meister vom Himmel gefallen. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich wollte auch 4 Sekunden Lag. Habe ich das eingestellt? Offensichtlich, ja. Okay, und weiter geht's. Schauen, dass hier noch so ein Fahrzeug übrig geblieben ist. Nichts. Kamikaze. Wunderbar. Ich muss auch gerade mal feststellen, dass der Roboter eine unglaubliche Feuerrate hat. Aber gerne mal über irgendwelche Gegenstände stolpert. Dafür, dass hier echt ständig Explosionen stattfinden und aber nur Einheimische sind. Was heißt Einheimische? Eine Jungs aus dem gleichen Team. Hier gibt es übrigens gerade das Mega-Battle. Die Spinne gegen... So ein bisschen Q-Dog. Jetzt pass du auf. Hast du? Warst du? Nee, warst du nicht, oder? Nee, das ist ja wieder ein Team. Oh, Schande. Das geht, glaube ich, in die Hose. Jetzt wollte ich unbedingt mal den Q-Dog umwerfen. Super, jetzt haben wir noch 20 Sekunden, glaube ich, gerade von alleine. Ich krieg die Spinne noch. So,
Nein! Das war ich, Kollege. Dau! Cool, also, da bleibt nur noch die Hälfte übrig, schau mal. Es macht die Hälfte bleibt stehen. Es macht wirklich super viel Spaß mit diesen ganzen wirklich komischen Mods zu spielen, zumal man auch beispielsweise bei der Spinne drauf springen kann. Sehr geil. Ihr könnt euch diese Mods herunterladen. Wir lassen auf dem Server noch ein bisschen laufen. Server läuft auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Und spielen mit euch auf Air Parallel Worlds. Ja Mensch, die Jungs vom Max-Bereich haben wieder überzeugt, deshalb muss ich ganz schnell reden, damit wir gleich euch alle Movies zeigen können, die wir von der E3 mitgebracht haben. Unter anderem ist dabei Condition Zero und auch noch Black and White 2. Ja. Der neue da. Nein, Quatsch, gelogen. Black and White 2 gibt's morgen, hat mit 40% den Vote verloren, gegen 60% Condition Zero, deshalb gibt's gleich Condition Zero. Und danach gibt's noch was, und zwar Full Throttle 2. Findest du cool? Alles klar. War gerade damit beschäftigt, die Maxer zu dissen. Die ollen Säcke. So, ab. Ich spule gleich mal vor, denn hier das Universal, das ist der Universal, der Vivendi Universal Stunt. So, Universal Stunt, schweres Wort. Wir wollen ja was von Condition Zero sehen. So, hat übrigens der Michi gemacht, weil ich mir... So, wir sind jetzt wieder hier auf den lauten Stand von Universal und Vivendi runtergekommen und wollen uns ein paar von den Highlights hier auf dem Stand selber anschauen. Ich habe neben mir den Chris von Virtual Entertainment und der zeigt uns jetzt Condition Zero. Ich bin mir sehr sicher, dass alle PCs... Außer der Michi, der ja so viel Ahnung von Counter-Strike Condition Zero hat. Worum es da geht. Der ist jetzt die PC-Version oder die Sport-Version? Just get right into the game and show us a little bit about what's new and what we can expect of the title. Counter-Strike Condition Zero is an all-new first-person shooter, single-player game based in the Counter-Strike universe. What we did is try to take the key elements of the multiplayer Counter-Strike game, the number one online action game in the world right now, and bring it up to the standards of something like Half-Life. Expand upon it, bring it some more depth and a new direction and a new dimension. And other differences between Condition Zero and the original Counter-Strike? Condition Zero is a standalone single-player game. It'll ship with the current version of Counter-Strike in the box along with it. But the big benefit of owning Condition Zero is that when you buy Condition Zero, you'll get new player models, all new weapon models, and 10 new multiplayer levels to go along with Counter-Strike. Okay, so go on, show us a little bit about it. This is some gameplay footage from the single-player campaign. It comprises of 19 different missions spread across the globe, anywhere from Asia to Russia to Europe and across the United States. We've tried to bring more of a traditional sort of first-person shooter game to the Counter-Strike world, as opposed to just focusing on the multiplayer side. Do you think that all the fans of Counter-Strike, which is a multiplayer game, do you think they're going to accept the single-player effort of Condition Zero? Absolutely, it's going really, really well. A lot of the guys here at Ritual are big fans of Counter-Strike, and we've all had a great time with it. We think it's really, really going to do well, and it's going to turn a lot of heads. I think people are going to be really, really pleased. Do you already get some feedback from the fans? Yeah, we have. The overall impression here at the show has been fantastic. And coming to the multiplayer levels, do you have some new implements in the multiplayer part of Condition Zero compared to the original Counter-Strike? The new version of Counter-Strike is going to come along with some new visual updates, things like weather effects, rain and snow. There's some fog effects that have been added, as well as the ability to add model geometry, which brings more detail and more life to the levels. When it's going to be released? Counter-Strike Condition Zero is scheduled to release this summer. This summer, all over the world, or do we have to wait in Europe a little bit longer? No, it's a worldwide release. Okay, thank you very much. Das war's mit Counter-Strike Condition Zero. Ja, das war's mit Counter-Strike Condition Zero. Da hat der Michael sehr recht. Jetzt gibt's gleich ein Movie, und zwar war ich bei LucasArts und habe mit den Entwicklern von Full Throttle 2 gesprochen. Oh mein Gott, das ist ja wahnsinnig drauf. Ich möchte noch kurz anmerken, und zwar zu Condition Zero soll angeblich 70% mehr Polygone enthalten als das normale Counter-Strike. Klingt viel, aber wenn man dran denkt, dass die normalen Models in Counter-Strike gerade mal aus 450 Polygonen bestehen, was eigentlich ein Witz ist. Zum Beispiel Unreal 2 als Vergleich, glaube ich, 6000 Polygone oder so. Es ist so lustig mit den Typen da hinten, die dauernd in der Luft rumfuchteln mit ihrem Eye-Toy. Unglaublich. Ja, ich weiß nicht, also ich habe ja Counter-Strike Condition Zero auch in Berlin gesehen, bei Vivendi Universal Event, und da haben sie mir das auch gezeigt und haben gesagt, ja, so viele mehr Polygone.
Und dann haben sie vor allem extra ein Level gehabt, wo die Personen gezeigt wurden. Ich fand den Unterschied nur minimal. Ich fand die Texturen waren halt ein bisschen schärfer. Man hat schon Unterschiede gesehen. Es sieht schon besser aus als Counter-Strike. Es sieht auf jeden Fall besser aus als Counter-Strike, das stimmt. Jetzt sind wir wieder ruhig und gucken Full Throttle 2. Das Spiel ein bisschen vorstellen. Dale, you're one of the producers of Full Throttle 2. The producer of Full Throttle 2. The only one? Yes. Okay, the one and only producer of Full Throttle 2, Dale Geist. And you're going to introduce us a little bit to Full Throttle 2. I have to say, Full Throttle 1 was one of my favorite adventures of all times. It was so funny, it was so unique in his way. So tell us a little bit about the sequel and what we are going to experience with it. Sure. Well, I mean, the original one was actually my favorite adventure game of all time too, so I feel very, very lucky. This one's called Full Throttle Hell on Wheels. And the key thing that we did is, you know, now that the technology is there, we wanted you to be able to do everything that you always wanted to do as Ben. You know, Ben is this great character. He's kind of a rough, tough biker dude with a heart of gold and kind of an acid tongue. So he's so cool that we figured, you know, what do we want to do besides run around the world and talk to people? Well, you want to do that, but you also want to get on your bike and ride. So now you can do that. You can get on your hog and ride down the road on your Corley Classic. And if you're coming along the road, somebody gets into a fight with you, you can fight back, just like in the original one. But this time you can speed up, slow down, steer, and you can fight back with your fists and your and other weapons and stuff like that. Well, the action part is quite in hand. Yeah, there's a lot more action, basically. So. You